Moin zusammen. Nach diesem schrecklichen Desaster in Willow versuchen wir jetzt mal Sunny Meadows. Weil ich habe mir gedacht, in Tanglewood hatten wir diesen ewig lahmen Goryeo, der uns wirklich ewig auf Trab gehalten hat. In Willow wurde ich Insta gekillt. Und ja, es kann eigentlich nur besser werden, ne? Es ist komisch, wenn es in meinen Solo-Runden gut läuft, läuft es in den Multiplayer-Runden beschissen. Wenn es in den Solo-Player-Runden beschissen läuft, läuft es in den Multiplayer-Runden gut. Ich weiß es nicht. Ich sehe hier keinen Breaky. Das heißt, der ist relativ gut. Das ist der zweitbeste Spawn. Der ist dann unten im Keller direkt. Die Aufgaben sehen auch sehr schön aus. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass er nicht rausfliegt. Wir werden gleich die Kerzentaktik machen. Übrigens, das neue Sanity-System. Diese Flure. Die großen Flure hier, das Licht da drin und ich glaube hier dieser Flur auch, hält eure Sanity nicht vom Drain ab, war auch schon vorher so, aber jetzt ist noch schlimmer. Wenn ihr eure Sanity vom Drain abhalten wollt, lauft mit einer Laterne rum, geht in einen Raum, den ihr gerade absucht, macht da das Licht an, guckt euch kurz in dem Raum um, guckt nach dem Atem, guckt nach dem Knochen meinetwegen, ob irgendwas geworfen wurde. Und dann macht ihr das Licht wieder aus, geht zum nächsten direkt und so weiter. So könnt ihr eure Sanity relativ gut erhalten. Diese Räume hier, die erhalten eure Sanity, außer ihr habt so einen Raum mit kaputtem Licht. Ich glaube dann auch nicht. Und die Kapelle und der Garten, da verliert ihr, glaube ich, auch Sanity, wenn ich mich nicht irre. Hier vorne die Räume, die erhalten eure Sanity. Da könnt ihr auch ruhig das Licht anmachen, um Sanity zu erhalten. Aber wie gesagt, die langen Flure, da verliert ihr Sanity. Nur als kleine Info. Also schauen wir mal, wie es hier wird. Okay, hoffen wir, dass jetzt alles funktioniert. Wir haben Sunrise, das heißt, ein bisschen wird es an der Performance hapern, aber sie ist auch kurz AFK. Hoffen wir mal, dass es gut wird. So, wir haben hier ein Versteck. Lassen das Licht ruhig noch aus, ist alles gut. Oh Gott, ich muss gleich mein Audio laut machen, weil ich wieder hier so laute Hintergrundgeräusche habe. So. Also, ich verliere jetzt trotz der Laterne Sanity hier. Der Breaky ist hier. Ein sehr guter Spawn, inklusive Versteck. Sehr gut. Ich mache hier das Licht an. Ich glaube, dieses Licht hier kann meine Sanity erhalten. Dieses Licht hier definitiv auch. Jetzt wär das so cool, wenn hier direkt der Knochen wäre. Hier ist auch ein Versteck, wenn das so ist. Kann man sich so hinhocken. Okay. Ich muss mein Audio was lauter machen. So. Wir machen hier das Licht aus. Lassen die Tür auf. Dauert noch ein bisschen. Lass dir ruhig Zeit. Ich gehe schon mal in den Keller nach links. So. Also. Hier. Ich guck mal kurz hier in dem Raum. Hier in dem Flur weiß ich jetzt nicht, wie das ist. Wenn ich jetzt hier drin bin, so wie jetzt, verliere ich hier keine Sanity. Dann mache ich das aus, gehe raus, verliere wieder Sanity, aber weniger wegen der Laterne. So, jetzt gehen wir hier rein. Und machen so. Jedes Mal. Gehen in einen Raum, gucken kurz, ist Atem da, sind Knochen da. Machen das Licht wieder aus, Tür zu. Und gehen weiter. Und so kann man sich von Raum zu Raum voranhangeln, um ein bisschen Sanity zu erhalten. Also, ich werde mal suchen und hinhören. Und ja, wenn wir den Geist haben, sind wir wieder da. Ein Wecker? Hier, ich bin. Hier ist Atem. So, das ist jetzt, wenn wir früh rein, hier ist rechts. Die. Boah, ich muss mich auf die Tür. Moment. Ja, ich sehe dich schon. Ja, genau, hier bin ich. Sitzt hier auf die Tür. Hast du das Licht da angemacht in dem einen Raum? Ja, ja. Da war ich. Da ist doch auch der Knochen. Guck mal hier, neben Teddy. Da, guck mal, da ist der Knochen. Soweit war es schon nicht. Soweit war es schon nicht. Ja, stimmt. Hast recht. Ja, das hier. Mist, kein Versteck hier. Okay. Das ging aber schnell. Das ist schön am Sunny Meadows. Ja, vor allen Dingen das große Sunny Meadows. Ich guck mal kurz, ob hier ein Versteck in der Nähe ist. Hier ist ein Versteck. Hier werden wir dann den Ghost Highway nachher hinbauen. Das ist auch schön in der Nähe vom Geist. Da muss auf jeden Fall ein Kruzi rein. Ja, und das hier, das ist auch der Wecker, der geklingelt hat hier in dem Zimmer. Wo der Geist ist, ja. Der ja. Auch ganz laut. Also, du bringst jetzt gleich als erstes da ein Kruzifix rein. Ich bringe ein Kruzifix in den Versteckraum. Und eine Kamera muss da rein und ein Soundsensor.
Soundsensor, Subsi und eine Tresasche für jetzt. Ja, also die zwei auf jeden Fall schon. Was ist mit der Laterne? Muss ich die unbedingt nehmen oder kann ich auch die Taschenlampe nehmen zur Not jetzt? Ja, die Laterne erhält deine Sanity, wie gesagt. Okay, dann lösche ich die Laterne. Ich nehme das Anf mit und ich nehme einen Smudge mit. So. Okay. Jetzt geht die Aufbauerei los. Ich werde jetzt ein Kruzi zum Absichern in den Raum bringen, in den wir uns nachher reinsetzen werden, weil es ist eine... Ach, schon ein bisschen bei mir, aber nur ganz leicht, aber zählt. Nur die Bescheid weiß, wir müssen uns schon mal sagen, die... Na shit, ich habe den Breaker hochgejagt, oder? Nee, habe ich nicht. Ich dachte gerade schon. Nee, ist okay. Das Licht hier funktioniert einfach nicht. So. Wir sichern jetzt den Raum ab, schmeißen dann hier im F4 rein. So. Das Licht ist einfach kaputt hier in dem Flur. Lass es aus, weil dann haben wir mehr Kapazitäten, ja. Ja, okay. Also ich hole jetzt, was du gesagt hast. Ja, in den Geisterraum muss das Kruzifix eine Videokamera am besten am Ende vom Geisterraum hinstellen, dass sie die Tür anschaut und einen Soundsensor, weil das brauchen wir für Yurei und für Mimic. Ich nehme was zum Leuchten mit am besten schon mal. Hier ist das Kruzi, siehst du es da? Ja, ja, ich nehme jetzt das Kruzi in die Kamera, weil ich muss ja die Laterne weiterhalten. Dann geht ja nicht, die Kamera kann ich auch nicht nehmen. Ich kann bringen den Soundsensor eben am Schluss rein. Hauptsache, das Kruzi ist als erstes da. Das ist am wichtigsten. Das Kruzi muss da rein zum Absichern. Ich versuche diesen dunklen Flur, wo das Licht kaputt ist, ein bisschen auszuleuchten. So, damit wir zumindest etwas Licht haben. So. Das hier ist für Ghost Highway. Ein Sensor muss nachher auch noch mit da rein. Also es ist jetzt ein bisschen hin und her gelaufen. So, in meiner nächsten Tour bringe ich jetzt zweimal Salz mit. Einmal für den Ghost Highway einen Teil, einmal einen Sensor. Und ja, ich habe hier jetzt eine Taschenlampe hingeworfen, damit wir hier ein bisschen ausleuchten können. Ich werde jetzt einmal einen Salz hier hinpacken. Auch um die Stalker zu testen nachher. So. Und dann werde ich noch eins hier hinpacken. Ich weiß, es ist mega dunkel hier, aber es ist besser, hier das Licht anzuhaben. Hat der Geist hier das Licht ausgemacht? Ja, ja. Wir müssen aufpassen, im Flügel ist kein Versteck, also zumindest nicht hier vorne direkt. Wir müssen aufpassen, dass wir da nicht eingesperrt werden, weil sonst sieht es düster aus. Okay, ich würde mal sagen, wir checken jetzt Sanity. So, ich bringe jetzt gerade noch ein weiteres Salz, eine Fotokamera, meine Lampe hier ist an. Ich weiß gar nicht, wo ich meinen Smudge geworfen habe. Halt! Warte, Geist, ich habe keinen Empf dabei. Mach mir die mal zu. Ich hoffe, du hast die angefasst. So, und Salz bist du auch schon fleißig gestampft. Perfekt. So, ich gehe jetzt dahin, wo der Rollstuhl ist. Und dann hier reicht es, richtig? Ja, als ob du in Richtung Geisterraum gehst. So. Ah, hier, das können wir noch fotografieren. Sehr schön. Okay, er hat noch nicht das Kruzi umgedreht. Interessant. Ach so, ist jetzt da, wo du dich angemacht hast, wo die Sensoren sind, wo der Versteck ist. Ja, steht schon. Im Regal, ne? Ja, genau, okay. Da bei den Kisten. Das ist unser Versteck. Ja, okay. Was soll ich jetzt hinbringen, dass dieser Riff die Laterne in der Hand? Ja, die Smudgies und den Glowstick und so weiter da, so wie ich das immer vorbereite eben. Okay, dann kannst du die Laterne da stehen lassen auch, ne? Eigentlich. Ja, die Laterne kannst du da als Marker stehen lassen für das Versteck. Fotoapparat habe ich in der Hand, den lasse ich auch hier, so. Genau, und Feuerzeug. Ja, genau. Auf. Okay, da ist ein Fotoapparat im Geisterraum. So, jetzt... Ach, jetzt muss ich kurz überlegen. Wir haben ein Fotoapparat im Geisterraum. So, die Smudgies muss er reinbringen. Da, Smudgies, Parabol. Okay, sonst... Ich geh nochmal zurück, dann bring ich schon was mit, ne? Die hier, die stelle ich mal gleich in den Flur, um den Geist zu beobachten beim Hand. Wenn ich jetzt den Glowstick finde, hole ich den und schmeiß den noch dahin.
Ja, wenn die Laterne da ist, das müsste ja auch schon okay sein. Die Smudgies müssen noch da rein und das Parabolen musst du da vor der Tür noch abwerfen, weil dann gucken wir nachher, ob das ein Stalker ist. Aber ich glaube nicht, dass das ein Stalker ist. Der bleibt ja die ganze Zeit im Raum. Oh mein Gott. Sorry, Leute, bis gleich. Performance-Probleme. So. Ich stelle diese Kamera jetzt extra hier draußen hin, falls der später handelt und so. Okay, der ist hier schon fleißig überall reingelaufen. Gut. Das ist jetzt für später, um das anzuschauen, während des Hands. Dann kann einer im Truck bleiben und gucken. Wenn mir nicht dauernd dazwischen geredet werden würde. So, jetzt leuchte ich. Ich sag nichts mehr. So. Okay, ich habe jetzt hier extra ein bisschen ausgeleuchtet. Überall wird dazwischen geredet. Hilfe. Bis gleich. Okay, so. Okay, also meistens Versteck hocken, ne? Ja, genau, da kannst du dich jetzt gleich mit dem Parabol hinhocken. Ich lasse dir die Laterne da stehen, da kannst du dich ja dann hinhocken. Die hier, die tue ich einfach mal nur als Ausleuchtung dahin. So. Eine Kamera ist schon da. Wo sind meine Smudgies mit Feuer? Die sind hier. Du kannst dich dann da mit dem Parabol hinhocken und mal ein bisschen gucken. Sag dann Bescheid, wenn du einen Whisper bekommst, weil dann müssen wir Sanity checken. Also, unsere Sanity ist jetzt noch ziemlich hoch. Deshalb gehe ich jetzt. Oh, du hast das Kruzi umgedreht. Er hat das Kruzi umgedreht. Ich weiß gar nicht, wie viel Salz ist hier? Eins, zwei. Oh, im Geisterraum? Ja, im Geisterraum. Vier, eins, Ja, toll. zwei, drei, vier. Okay, die habe ich schon alle. Okay, ich will Interaktion. Komm schon, Geist, mach irgendwas. Give us a sign. Are you here? Can you do something? Can you give us a sign? Where are you? Ich habe einen Smudge bei. Perfekt. Wenn der hier handeln sollte, bin ich eher am Arsch. Kannst du das bitte auspusten? Das wäre schön. Was ich. Oh Gott, hier ist ja noch das ganze Geraffels im Weg. Ba, ba, ba. Natürlich machen sie immer dann was, wenn ich kurz rausgehe. So. Ich sollte die Kamera behalten, falls der ein Ghost-Event macht. Nur zur Sicherheit. So. Jetzt gucken wir mal hier nebenan. Kann man sich zur Not hier verstecken? Ich glaube nicht, nein. Nö, ich habe gerade nach einem Versteck geguckt. Hier ist aber kein Versteck. Wenn der hier anfängt zu handeln, bin ich tot. Aha. Wenn der hier anfängt zu handeln, ich habe keine Chance, weil ohne Sprint komme ich nirgendwo hin. Weil hier ist nebenan kein Versteck, da ist kein Versteck, nur außerhalb vom Flügel haben wir ein Versteck. Oh. Oh Mist, die war nicht zentriert. Okay, es hat gezählt. Okay, wieder anmachen. Komm, Mr. Geist, komm, Mr. Geist. Noch eins, noch eins. Und wir hatten sogar den Knochen. Wow, das könnte ein Perfect Game werden. Was sind noch die Aufgaben? Ghost Event. Hast du schon gefunden? Deck mit Parabol. Okay, jetzt brauchen wir noch ein Ghost Event. Ich meine, das können wir auch da hinten bekommen. Also, Licht aus. Hast du gerade ein Flüstern gehabt? Was? Kein Flüstern, nur Schritte. Was du bestimmt mit den Schritten? Du hältst das ja auch in die falsche Richtung. Der Geisterraum ist auf der anderen Seite dieser Wand. Stimmt. Stimmt. So, ne? Ja, so hier eigentlich gerade durch diese Wand hier so durch, weil da ist der Geisterraum so eigentlich, weil da ist ja der Flügel, Ja. weißt du? Der hier ist ja eigentlich in diese Räume mit eingereiht sozusagen und du müsstest eigentlich mit dem Parabol durch den ersten Raum zum Geisterraum eigentlich durchhalten können. Das müsste eigentlich gehen. Okay, jetzt testen Sie wir. sind schon ganz kein Zeichen und nichts am Parabol. Ja. Hat er Der wird geflüstert? geschmissen. Ach so, was geschmissen, Nee, okay. der wird geschmissen und doch. Okay. Wir gucken mal, ob er zu uns kommt. Okay, jetzt bleiben wir hier kurz für einen Moment sitzen, gucken, ob er vielleicht zu uns kommt. Aber ich glaube nicht, der wäre schon. Wenn das jetzt ein Banshee zum Beispiel wäre, der wäre schon längst zu uns gekommen. Übrigens, ein Wraith kann es ja auch nicht mehr sein. Ich würde den Banshee outrulen. Phantom könnte noch sein. Phantom ist ein bisschen fauler mit dem Stalking. Wir haben hier überall Sensoren, wir haben hier Salz, aber er kommt nicht hierher. Ich glaube nicht, dass der.
ein Stalker ist. Okay, was wir jetzt noch machen können. Dreht er da gerade einen Kruzi? Ich kann noch eine Kamera hier hinstellen, in diesem Flur. Dann kann man den nämlich da auch anschauen, für später eben. Um den beim Hand was zu beobachten. Hast du schon irgendwie ein Flüstern von dem bekommen oder so? Jetzt gerade im Moment, ja. Okay, ich gehe mal kurz nach der Sanity gucken. Ich bin eh gerade kurz draußen, weil ich wollte noch eine zweite Kamera bringen für später. Wie ihr seht, diese ganze Zeit hier kann man schön nutzen, um alles vorzubereiten. So, diese Kamera nehmen wir gleich mit. Und dann schauen wir mal auf die Sanity. Sie hat jetzt gerade den Whisper bekommen. Sie sitzt in einem beleuchteten Raum mit der Laterne. Das heißt, sie ist jetzt bei 85. Sie dürfte keine Sanity verlieren. Jetzt gucken wir mal kurz hier drauf. Weil wenn sie jetzt trotzdem Sanity verlieren sollte, ist das ein Moroi. Es schwankt zwischen 82 und 86. Wenn es jetzt mal einmal niedriger geht als 82, hat sie welche verloren. Das war eine normale Interaktion. Moment. Es hätte fast eine Twin Interaction sein können, aber nur fast. Nicht ganz. Okay. Es geht nicht unter 82, also ist es kein Moroi. Okay, deine Sanity geht überhaupt nicht runter, also ist es auf jeden Fall kein Moroi. Die Türinteraktionen sind normal. Okay. Seid vorsichtig, bei diesen Türen hier funktioniert die Yurei-Interaktion manchmal auch nicht. Die machen die gar nicht zu. Okay. So, ich gehe nochmal schnell rein. Okay, so, ich bringe jetzt diese Kamera ganz bis zum Ende des Flurs. Ah, aber hier steht Zeugs. Also ich muss sie hier hinstellen. Sie ist nicht ganz am Ende des Flurs, aber ich habe sie eben so weit gebracht, wie es eben nur geht, weil hier steht leider Zeugs rum. Wenn ich sie noch weiter nach hinten stellen würde, würde das Zeug wahrscheinlich das Sichtfeld blockieren. Das Problem ist, ich kann hier auch nicht Onryo testen. Das wird sehr riskant, weil hier ist nirgendwo ein Versteck. Wenn ein Hand durchgeht, ja, dann ciao. Dann kannst du schauen, wie du hier wegkommst. Es ist sehr schwierig. Also, ich würde mal sagen, jetzt ist es Zeit, Sanity zu drainen. Ich muss ihr noch zeigen, wo ein Versteck ist. Okay, ich habe dir dein Versteck für später dann schon mal vorbereitet. Da, wo die Laterne ist, geht's zum Ausgang. Die Taschenlampe zeigt in Richtung Geist, wo der Geist herkommen wird. Wo der Glowstick liegt, das ist der Raum, wo das Versteck drin ist. Und beim Versteck liegt dann diese UV-Lampe, die leuchtet dann auf das Versteck. Das ist nur, falls wir nachher tauschen müssen. Wir haben Kameras platziert und so weiter da hinten, also damit testen wir das jetzt alles. Jetzt müssen wir noch ein bisschen das Verhalten von dem Geist beobachten. Also, der ist nicht einmal hier rausgelaufen. Also, ich glaube, kein Banshee, auch kein Phantom. Also, Banshee und Phantom würde ich schon mal ausschließen, weil der ist nicht einmal hier zu uns rübergekommen. Hätte der schon längst machen können. So, jetzt gucken wir noch mal hier im Geisterraum. Das ist aber ganz gut, ne? Das ist auch schön. Are you here? Give us a sign. Where are you? Give us a sign. Are you here? Wir müssen auch nachher auf die Sanity achten. Sobald wir 60 hitten, müssen wir aufpassen. Are you here? Give us a sign. Can you do something? Okay, der macht jetzt gar nichts. Ich bin mit ihm im Raum. Er ist da. Give us a sign. Are you here? Show yourself. Give us a sign. Show yourself. Und er haut ab. Are you here? Give us a sign. Show yourself. Ich könnte jetzt theoretisch ein Smudge verschwenden und auf Yurei testen, indem ich ihn jetzt smudge und schaue, ob er für die nächsten 90 Sekunden nicht aus dem Raum geht. Das wäre dann der Yurei-Test. Mache ich aber doch lieber, wenn ich den Smudge während des Hands nutze. Jetzt ist er wieder da.
Are you here? Give us a sign. Can you do something? Show yourself. Are you here? Are you here? Show yourself. Give us a sign. Where are you? Show yourself. Are you here? Show yourself. Okay, der macht gar nichts, wenn ich bei ihm drin bin. Ich hoffe, das ist kein Shade, weil dann wird das hier echt eine langweilige Nummer. Oh mein Gott. Ich mach mal hier das Licht aus, damit die Sanity was runtergeht. Oh, und jetzt wirft er direkt was. Ja, jetzt wird er direkt aktiv. Okay, für Poltergeist könnten wir auch aufbauen. Und zwar... Hier haben wir ein paar Sachen. Die können wir nämlich hier hinwerfen. So, und die tun wir dann jetzt hier einfach dahin. Ich glaube... Ach, da muss einer aufstehen. Aufstehen, Geist! Aufstehen. Es spukt sich am besten am Morgen. Zeit zu spuken. Bei dem nützt er weg, aber nichts. Er wird trotzdem nicht wach. Ja, der schnarcht trotzdem vor sich her. Okay, ich gehe mal ganz kurz nach der Sanity gucken, weil wir müssen auf mehr achten mit dem 60%. Also in dem einen Raum, das Licht hattest du vorhin angemacht, oder? Okay, also war das nicht der Geist. Das heißt, wir können mehr noch nicht ausschließen. Okay. Weil wenn das jetzt der Fall wäre, wenn der Geist das angemacht hätte, hätten wir ein mehr schon raus und wir müssen jetzt nicht auf die Sanity achten. Müssen wir jetzt aber... Oh mein Gott, was passiert mit meiner Sanity? Wir sind fast bei 60. Wir müssen die auf 60 kriegen. Die Sanity muss auf 60 runter, weil ein mehr kann nämlich in diesem... Zeitraum handeln. Okay, ihre Sanity geht jetzt weiter runter, weil sie da im Dunkeln sitzt, genau. Okay, dann gehen wir jetzt wieder rein. Okay, du kannst bei dir im Raum wieder das Licht anmachen. Wir müssen unsere Sanity jetzt auf 60 erhalten, wegen mehr. Wir müssen das testen. Ach, was können wir jetzt noch testen? Onryo wird mega schwierig. Ich weiß nicht, ob mein Feuerzeug von da durch die Wand darüber reicht, weil, wenn man jetzt mal hier auf der Map schaut... Ach, sieht man jetzt... Moment, machen wir es mal aus. So, das hier ist der Raum, wo wir drin sind. Das ist ein Raum und das da ist der Geisterraum. Also ich glaube, selbst wenn ich mich da direkt an die Wand hocke, kann das Feuerzeug einen Onryo nicht vom Achanten abhalten. Das ist jetzt leider das Doofe. Onryo ist sehr gefährlich, hier rauszufinden. Ich kann die Laterne wieder anmachen, aber ja. Okay. So, wir müssen unsere Sanity jetzt auf 60 halten und gucken, ob er versucht zu handeln. So, jetzt warten wir einfach wieder ein bisschen. Ich hatte keine Kamera. Wir haben unser Ghost Event bekommen. Scheiße, hinter mir lag eine. Das war unser Ghost Event, was wir noch brauchten. Cool. Aber Minisekunde war es. Nee, ich wusste nicht, wo die Kamera war. Die lag direkt hinter mir. Ich hätte mich nur umdrehen müssen. Scheiße, es war schon lang genug. Aber ach, ich glaube aber nicht, dass das ein Phantom ist. Also wir müssten jetzt... Also wir müssten jetzt bei 60% sein, ungefähr, von der Sanity. Ach Mist, jetzt schafft... Ach, der Geist schafft es jetzt nicht zurückzukommen, weil das Salz blockt ihn die ganze Zeit. Der kommt jetzt nicht mehr zurück zu seinem Raum. Oh mein Gott. Ja, der wird jetzt von dem Salz in einer Tour zurückgedrängt. Oh Mann, der schafft es jetzt nicht zurück in seinen Raum. Das ist lustig, ey. Der hat es jetzt schwer zurückzukommen. Das ist so lustig. Dieses schwarze Salz, das T3-Salz, das tut die Geister auch daran hindern, irgendwo hinzugehen. Weil wenn die dann da durchlaufen, werden die zurückgedrängt. Und wenn der hat jetzt hier ein Event gemacht und hier ist ja überall das Salz. Jetzt versucht er es wieder. Jetzt versucht er wieder zu seinem Raum zu gehen. Ja, jetzt schafft er es wohl. Okay, halte das Parabol auf den Geist. Du wirst es hören, wenn er anfängt zu handeln. Mach es dann sofort aus und hock dich da hinter die Ecke, da hinter die Kisten. Ich gucke nach der Sanity, weil wir dürfen unseren Einsatz nicht verpassen.
Weil jetzt ist es wichtig, auf die Sanity zu achten. Ich verliere jetzt übrigens wieder welche, weil ich gerade rausgehe. Also schauen wir mal. Okay, also hat die gerade ein Event bei dir gemacht? Yes. Ah, okay, deshalb diese hohe Aktivität auf dem Board. Ach, hier sind natürlich viele Kameras zum Durchswitchen. Welche ist das? Moment mal, die Tür ist offen. Okay, ach, warum ist das so dunkel? Sieht man gar nichts. Okay. Also wir sind genau zwischen 50 und 60%. Der hat noch nicht gehuntet. Also denke ich mal, dass das kein Mehr ist, weil der immer noch nicht hantet. Oder hast du das Kruzifix gehört, dass es benutzt wurde? Okay, wir hatten jetzt ein Event da drin. Wir waren jetzt auch nicht lange im Geisterraum, wenn das also. Ist der immer noch bei dir da in der Nähe vielleicht? Naja, das hat meine Frage beantwortet. Das war nur ein Event, alles gut. Mann, das hätte ich gerade gesungen, ey. Ziemlich erschreckt. Ja, ich wusste, dass es ein Event war, weil da hat nämlich, als ich hier reinkam im Flur, das Licht geflackert. Deshalb habe ich mir schon gedacht, dass der irgendwo bei dir sein muss, weil so eine weite Range haben die nicht mit dem Licht flackern. Dafür liegt ja hier das Kruzifix, genau wegen diesen Aktionen, weil ich weiß, dass der hier Events werfen kann, wenn wir hier in dem Raum sind. Wie kam er mit dem Teddy zustande jetzt? Hat er den Teddy hier hingeworfen oder was? Nee, der hat gelacht, kurz vor dem Event. Ach so, ja, der Teddy ist ja in seinem Raum. Der kann den entweder irgendwo random hin teleportieren, der kann den aber auch lachen lassen. Jetzt hantiert er aber an der Tür. Ich glaube, der wird jetzt Okay. aktiv. Also, vorhin war unsere Sanity noch über 50. Ich weiß nicht, was sie jetzt ist, weil das Ghost Event hatte ich ja, glaube ich, erwischt. Ja, toll. Könnte aber ein Shade sein, eigentlich, weil. Ja, der hat Events gemacht, aber erst jetzt ziemlich spät, ne? Naja. Na, es bringt nicht viel. Ich müsste eigentlich noch mal nach der Sanity gucken. Du kannst es da ja hören, wenn das Kruzi benutzt wird, ne? Okay, ich gehe noch mal ganz kurz nach der Sanity gucken, weil wir müssen eben genau wissen, ab wann der huntet. Das ist eben eine blöde Hin- und Herlauferei jetzt, aber wir müssen das ja wissen, damit wir es später einfach haben und nicht 10.000 Mal die Sanity wieder auffüllen müssen. Okay, die Tür ist offen geblieben. Der hat also noch nicht gehuntet. Das Licht geht auch aus, wenn das Kruzi benutzt wird. Davon mal abgesehen. Wir sind in Hunting Range. Da steht jetzt, wir sind jetzt unter 50 offiziell. Ich glaube, ich könnte es hier auch sehen, wenn es benutzt wird. Also, es könnte ein Shade sein, es könnte ein Leochen sein. Nach der aktuellen Lage. Weil. Wir sind genau bei 50. Jeder Geist könnte jetzt hunten eigentlich. Also, ich würde Early Hunter schon mal rauswerfen. Die hatten jetzt genug Chancen gehabt. Der ist eigentlich auch ein Early Hunter. Zumindest ein paar Early Hunter würde ich schon mal rauswerfen, die ziemlich aggressiven. Onryo kann theoretisch auch schon, glaube ich, ab 65 hunten oder ab 70, auch ohne Kerze. Onryo-Test wird so gut wie unmöglich sein, weil wir da kein Versteck in dem Flügel haben. Das war eine normale Türinteraktion. Okay, gehen wir wieder rein. Komisch, dass er nicht hantet. Wenn das Kruzifix benutzt wird, gehen alle Lichter im Haus aus. Es sind noch nicht alle Lichter ausgegangen, also hat er es noch nicht benutzt. Sehr merkwürdig. Okay, wieder rein. Hallo. Da stand sie gerade wieder. Ich habe ihr gerade gesagt, es könnte ein Deochen sein. Da müssen wir sehr vorsichtig sein. Also denk dran, es könnte ein Deochen sein, weil er hat noch nicht versucht zu handeln. Er ist gerade auch noch hier übrigens. Er ist noch nicht zurückgegangen, glaube ich. Er ist noch hier, sei vorsichtig. Jetzt geht er zurück. Ja, sie ist zurückgegangen. Und sei vorsichtig, wir werden ein Krabbelkind haben. Okay, danach bis dann. Ja, du hast ja jetzt Aber kein zu. Deochen, Krabbelkind.
Du hast ja jetzt zur Not deine Taschenlampe. So. Wir müssen jetzt ein Ja, bisschen noch die Sanity genau. drainen lassen. Wir müssen genau gucken, wann der Hunt losgeht. Mir auf jeden Fall Bescheid, wenn du buchen willst, dass ich aus dem Versteck raufrenne. Also wir wissen, wenn es ein Deochen ist, das werden wir daran hören, wenn der gleich, wenn der nachher huntet und mega schnell aus dem Flügel hier rausgestürmt kommt in unsere Richtung und wenn er bei uns extrem langsam wird. Daran werden wir den erkennen. Wenn es ein Shade ist, wird er einfach wie die anderen Geister normal in der Gegend rumlaufen und nicht direkt zu uns kommen, außer Equipment ist unklar. Puh, okay. Er huntet noch nicht, das ist komisch. Ich gehe noch mal die Sanity checken, weil irgendwie ist das komisch. Der huntet immer noch nicht. Sehr merkwürdig. Wir sind genau bei 40. Könnte wirklich Deochen sein. Wenn der jetzt gleich versucht zu hunten, ist es ein Deochen. Wenn nicht, ist es ein Shade. Ja, unsere Sanity droppt gerade. Weil sie im Dunkeln sitzt. Okay. Wenn er jetzt versucht zu hunten, ist es ein Deochen. Er hat noch nicht einmal versucht zu hunten. Sonst ist es ein Shade. Okay. Ich meine, das Kruzifix müsste ich hier hören. Jetzt ist es wichtig, den richtigen Zeitpunkt abzupassen. Ich glaube, es ist besser, wenn wir tauschen. Weil wenn ich da drin bin mit einem Deochen, ich weiß, was ich machen muss, aber wenn sie da drin ist mit ihren ganzen Lags, mit ihrem lahmen PC. Er huntet immer noch nicht. Wir sind jetzt bei 40. Er huntet immer noch nicht. Vielleicht ist es doch einfach nur ein Shade. Okay, ich meine, den Unterschied werden wir hören. Also rein da. Hand, Hand, Hand! Es ist ein Shade. Glaube ich zumindest. Ghost? Hello? Ghost? Ghost? Hallo? Das Empf, wie es durchdreht. Mal gucken, ob er mich findet. Kein Yokai. Okay, sie ist wieder rausgelaufen. Sie klingt normal. Wie konnte sie eigentlich handeln? Sie war bestimmt gerade auf dem Weg zurück oder so. Okay, ich glaube, das ist eventuell ein Shade. Ist definitiv kein Yokai. Sie hat mich gerade gefunden. Okay. Also ich denke auch ein Shade, ne? Weil der Das. so lange braucht, ein bisschen handeln. Das Komische ist, der Breaker ist noch an. Das ist das, was mich gerade ein bisschen. Hallo, Geist! Ja, jetzt bist du sauer, weil ich dich gesmatscht habe, ha? Ach, scheiße, ich habe gar nicht auf den Smatch-Timer geguckt. Sagen wir mal 32, 30 vielleicht habe ich sie gesmatscht. Gehst du mal weg hier, Geist? Geh du am besten mal raus. Guck mal nach der Sanity. Das heißt. Das ist definitiv kein Spirit. Okay, mach, dass du rauskommst. Das Problem ist, ich verlasse mich nicht mehr ganz auf die Hunting Threshold. Wir müssen unsere Sanity nochmal hochkriegen jetzt. Sie hat jetzt gerade versucht zu hunten. Ziemlich früh wieder. Also definitiv kein Spirit. Ich wollte mir gerade die Zeiten aufschreiben. Nein. Sie hat versucht zu hunten. Es ist kein Oni. Ist noch alles klar. Kannst raus. Ich bin draußen. Kein Oni. Gin könnte ich noch testen. Der Breaker ist noch an. Das ist eben komisch. Gin kann ich nachher testen. Das Versteck sieht sehr unsicher aus. Ich scheiß mir auch jedes Mal in die Hosen, aber es scheint zu klappen. Ich höre Geschritte selbst in der Kapelle. Also es ist kein Meiling.
Onryu kann ich nicht testen. Das ist zu risky. Ich glaube... Ich schwanke gerade zwischen Jin und Shade. Jin... Sie läuft ja immer da hinten in die Richtung, ne? Ich könnte Jin da hinten testen. Also Jin wäre sehr riskant zu testen. Müsste ich auch noch machen, auf jeden Fall. Wir müssen erstmal kurz mit der Sanity was nachgucken. Wir müssen nochmal die Hunting Threshold nur bestätigen. Bis gleich. So, Sanity ist jetzt bei 48. Ich hoffe, ich verliere jetzt hier keine Sanity. Jetzt ist es wichtig. Sie hat gerade den Breaker gekillt. Es ist kein Jin. Jin ist raus. Das heißt, das muss ich jetzt auch nicht mehr testen. Ich verliere gerade Sanity, ist das Problem. Ach, scheiße. Jetzt funktioniert mein Plan wieder nicht. Immer wenn ich diesen Plan versuche, das hatte ich heute beim Solo auch schon oft. Geht meine Sanity schnell runter oder muss ich den Breaker anmachen oder nicht? Deine Sanity ist auf 50. Ach, toll, jetzt hat sie mir ein Event gegeben. Jetzt ist der ganze Plan am Arsch. Genau. Ja, und jetzt ist deine Sanity auch runter bei dir. Jetzt ist es auf 40. Jetzt sind wir auf unter 35, oder? Leck mich. Ja, leck mich am Arsch. Der Geist hat es jetzt versaut. Super, ey. Der hat mir jetzt meinen Test versaut. Toll. Ich hasse das. Warum machen die das immer? Ich gehe nach unten zum Breaker. Ich mache den Breaker an. Mann, Mann, Mann. Der hat mir den Test versaut. Wir müssen jetzt verifizieren, ob das ein Shade ist oder nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob diese... Na super. Na, immerhin kann ich den anmachen. Ach ja. Also ich würde einfach sagen Shade, aber... Ich will doch nur sicher gehen, dass sie nicht huntet, wenn wir über 50 sind. Darum geht's ja nur. Jetzt kann ich hier wieder ein Jahr warten, bis der Hunt vorbei ist. Also bis gleich. So, das ist jetzt unser Sanity-Durchschnitt. Wie ihr seht, wir sind kurz vor 50 wieder. Wenn er jetzt huntet, ist es kein Shade. Wenn er jetzt ewig nicht huntet, dann ist es sehr wahrscheinlich ein Shade. Ich werde mich jetzt unten in den Keller setzen. Wir können auch übrigens mal den Sanity-Test machen in dem Keller da unten. Hey, wir können mal kurz die Sanity testen, ob die da unten im, in dem Flur im Keller drained. Ich stelle mich da jetzt in den Flur mit der Laterne und du sagst mir, ob meine Sanity runtergeht oder ob die stabil bleibt. Ich bin jetzt unten. Okay. Sollte ich jetzt hier Sanity verlieren in diesem Flur hier, dann wissen wir, okay, dieses Licht hier bringt euch nichts, was Sanity angeht. Ihr seht natürlich besser, klar, wenn ihr das hier anmacht. Die Laterne, wie sie wackelt. Das Licht da oben ist schon cool. Und bleibt meine Sanity stabil oder geht sie runter? Ein ganz, ganz minimal. Ne, eigentlich bleibt sie stabil. Zwischen 63. Okay, ja, dann ist hier unten dieses Kellerlicht. Also das hält dann auch die Sanity oben. Okay, das ist gut zu wissen. Also hier unten im Keller, im Flur, das Licht bringt etwas also dann. Cool. Kann man hier chillig beim Breaker stehen bleiben, wenn der Breaker hier ist. Und wie ihr seht, wenn man Glück hat, hat man hier auch noch einen Hiding-Spot. Falls man diesen Hiding-Spot nicht hat, da hinten im Büro hat man manchmal auch noch einen. Kann man zur Not auch reinlaufen. Okay, jetzt gucken wir, ob der Geist wieder versucht zu handeln. Okay, ich bin jetzt 3 Minuten hier unten geblieben. Der Geist hat nicht einmal gehandelt. Ich habe hier ein bisschen mit den Büchern gespielt, da. Okay, ich komme raus. Wir fahren mit Shade, weil er hat jetzt überhaupt nicht gehuntet. Ich bin ja jetzt eine Zeit lang da geblieben. Dieser Flur da unten übrigens erhält eure Sanity. Also könnt ihr ruhig auch, wenn ihr Sanity erhalten wollt, euch da unten hinlocken. Okay. Ja, dann müssen wir ja nicht mehr weiter hier rumhantieren. Klar, war jetzt was zeitaufwendig, aber wenn man auf Nummer sicher gehen will, muss man wirklich auf die Hunting Thresholds achten. Bei ein paar bestimmten Geistern. Ihr seht, Sanity ist eigentlich in Hunting Range für jeden Geist, außer für den Shade und Deochen. Okay, hast du Shade eingetan? Haben wir eigentlich alles? Yes. Guck mal, ich glaube, wir können sogar ein Perfect Game hier mitnehmen aus Sunny Meadows. Das wird jetzt ein schönes Sümmchen. Also ab nach Hause. Wenn der Geist jetzt richtig ist. Aber ich bin mal gespannt. Ich habe eigentlich, wenn es einen Zweifel gibt, ist der zwischen
5 und 10% der Zweifel, dass es doch kein Shade ist. Es kann nichts anderes sein. Ich saß da ja 3 Minuten lang. Wehe, du bist kein Shade. Tada! Also hier hilft wirklich sehr diese die Sanity, dass man weiß, genau weiß, wie viel Sanity man gerade hat. Und guckt euch das Perfect Game hier an. Guckt euch diese Summe an. Ja, wir waren sehr lange da drin. Wir könnten auch in der halben Zeit das halbe Geld oder vielleicht sogar was mehr Geld machen auf einer kleinen Map. Obwohl, bei null Beweisen weiß man nie, was man so kriegt, ne? Null Beweis ist wirklich wie bei Forrest Gump, wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was rauskommt. Man weiß nie die Gegebenheiten. Man weiß nie, was der RNG wieder einem zu bieten hat. Und ja. Oh mein Gott. Lass es reinflattern. Also, ja, T3 Videokamera. Endlich. Yes. Jetzt kommen so langsam die T3-Items wieder zurück. Also, ja, wie ihr seht, diese Summe hier. Also, wenn ihr da noch in den niedrigeren Leveln seid, ich glaube, da würdet ihr vielleicht 2, 3 Level oder so auf einmal sogar bekommen. Also, es hat sich gelohnt, die Arbeit hat sich gelohnt. Das ist das schöne Befriedigende, auch wenn es ewig gedauert hat. Und ja, wie ihr seht, hat lange gedauert. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.